Drucker und Multifunktionssysteme werden in einer IT-Sicherheitsstrategie oft übersehen. Laut einer Umfrage von Kyocera findet jeder fünfte Büroangestellte regelmäßig Ausdrucke im Drucker, die nicht für ihn bestimmt sind. Carsten Merpol, IT-Sicherheitsexperte bei Kyocera, überrascht das nicht. Drucker, Multifunktionsgeräte wurden lange Zeit einfach vernachlässigt, muss man sagen. Ein Multifunktionsgerät kann heutzutage so viel wie ein Server oder wie ein guter PC. Der kann mailen, der kann senden, der kann Faxe empfangen, drucken. Und hier eine sichere Konfiguration zu machen, scheint für viele irgendwie nicht im Fokus zu stehen. Ich vergleiche das immer ganz simpel mit einem ganz normalen Schloss an der Tür. Und ich mache jetzt ein super Schloss drauf mit Fingerabdruck oder was auch immer. Aber daneben das Fenster, das steht auf Kipp. Und wie viele Fenster habe ich überhaupt? Während PCs und Server vor unberechtigten Zugriffen geschützt werden, ist dies bei einem Drucker oft nicht der Fall. Der Grund? Oft fehlt für die Risiken das Bewusstsein. Also es gibt kein Bewusstsein, weil letztendlich die Möglichkeiten der Überwachung nicht genutzt werden, die da sind. Also es gibt ja ganz viele Tools oder das überhaupt in sogenanntes Asset Management, Fleet Management Überwachung aufzunehmen. Da hapert es meiner Meinung nach noch so ein bisschen an der Umsetzung oder an der Implementierung. PCs, also alle Netzwerkkomponenten, die irgendwie da sind, Server und, die sind schon sehr schön in der Überwachung, ne, weil das macht man schon seit Jahrzehnten. Das ist klassisch IT. Drucker MFPs sind immer irgendwie ein bisschen außen vor. Dabei bestehen durch unzureichend gesicherte Drucker und Multifunktionssysteme zahlreiche Risiken für die IT-Sicherheit. Nicht nur, dass sensible Daten und Geschäftsunterlagen von Hackern abgefangen werden können, auch die Einhaltung von gesetzlichen Vorgaben zum Datenschutz können zum Problem werden. Diese Risiken haben sich mit der Zunahme von Homeoffice bzw. Remote Working noch verschärft. Es gibt Unternehmen, die lassen es zu, dass der Mitarbeiter seinen eigenen Drucker, seinen privaten Drucker verwendet. Meiner Meinung nach ein No-Go, weil da darf ich rechtlich gar nicht drauf zugreifen, konfigurieren. Versorgung mit Verbrauchsmaterialien und all sowas stellt schon eine Herausforderung dar. Das heißt, entweder gebe ich ihm ein Homeoffice, dann bin ich als Arbeitgeber auch verantwortlich, ihn auszustatten. Wenn ich ihn ausstatte und die Netzwerkverbindung sicherstellen kann, kann ich auch Überwachungstools installieren und sichere Konfiguration sicherstellen. Um die Drucksicherheit im Homeoffice zu erhöhen, müssen Unternehmen in entsprechende Systeme und Lösungen investieren und sie ihren Mitarbeitern zur Verfügung stellen. Eine einfache Anwendung durch den Nutzer ist hier die Voraussetzung. Zudem ermöglicht das Flottenmanagement, dass die IT alle Drucker im Blick behält und so schnell bei Störungen reagieren kann, ohne dass die IT-Hotline überlastet. Mittlerweile ja sowieso ein starker Trend Richtung Cloud-Lösung. Also bei uns im Hause gibt es sowas, nennt sich Kyocera Fleet Service, cloudbasiertes Tool. Da kann ich all meine Drucker-MFPs einbinden, überwachen, Konfiguration verteilen und. Und weiß auch sofort, was denn los ist überhaupt. Um die Sicherheit von Informationen und die Vorgaben des Datenschutzes einzuhalten, müssen Unternehmen die Drucker enger in die IT-Sicherheitsstrategie einbinden. Investitionen machen sich aufgrund der Zunahme von mobilen Arbeitsweisen schnell bezahlt. Lösungen gibt es viele. Ganz ehrlich, technisch kann man alles umsetzen. Da gibt es überhaupt gar keine Grenzen, meiner Meinung nach. Nur es ist die Investfrage. Und dazu muss ein Unternehmen natürlich gerade in der Krisenzeit auch überhaupt erstmal in der Lage sein. Ne? Weitere Informationen zum Thema Informationssicherheit sowie zu Produkten und Lösungen gibt es auf der Kyocera Website. Natürlich beraten auch die Kyocera Fachhandelspartner, wie Unternehmen ihre Informationsprozesse sicherer gestalten können.